Wo bleibt denn die Verstärkung? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche. Wir sind auf der Suche nach der Verstärkung und machen die nächste Mission, nämlich den Schrottplatz-Schrott. Die war noch ein paar gut. Ja, also die Mission hatte ich mir noch aufgehoben und ich habe gedacht, ich starte hier einfach direkt rein und grüße vorher noch und zwar den Tom, den Kenny, außerdem noch den Dustin und Nicola. So, wir sind hier an Chans Schrottplatz. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Mission. Und hier gibt's natürlich auch wieder. Zwei kenne ich, das sind Cops. Du, geh und warn den Boss. Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Bereit, Statsky? Ich wurde bereit geboren. Bereit für was? Wir müssen Natalia so schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Reden zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Hä? Bestechen würde sie sicher nicht, Statsky. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausplappern, wenn mir jemand mit Schokominze-Eis kommt. Ja, oder sie geben mir Unmengen von Limo mit Kohlensäure. Und wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Okay, die lassen mich gar nicht mehr reden hier. Mir fällt gerade noch ein, ich habe das ganze Zeug ist natürlich wieder nicht an, weil ich gerade eine Pause gemacht habe. Aber das ist nicht so schlimm, das machen wir alles ganz schnell an und dann sind wir hier auch gleich wieder in der nächsten Mission drin. Super Ramme, alles, also ja, das geht echt schnell. Sind zwar mittlerweile ziemlich viele Sachen, die wir schon haben, aber Kostüme lassen wir aus. Okay, könnt trotzdem hier gleich fortsetzen. Genug jetzt, das hilft uns nicht weiter. Noch ein paar Kanister mit Sprit und ich kann den Generator starten. Ein Kanister mit Sprit in einer Waschmaschine? Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Das ist echt. Das ist, glaube ich, die Mission gewesen, wo ich am wenigsten reden konnte damals. Weil die anderen Kerle hier alle so gesprächig waren. Aber das ist nicht so schlimm. Dann schleudern wir die hier zumindest erstmal auf den Boden. Und dann machen wir gleich mal unseren ersten Scan hier und schauen mal, ob es hier gleich schon was zum Scannen gibt. Ja, wunderbar. Da sehe ich doch schon was zum Scannen. Ein Bullet auf. Ja, okay, das. Hatten wir wahrscheinlich schon. Hatten wir den Bauarbeiter damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Ob wir den zu dem Zeitpunkt schon hatten. Den Will Miles habe ich in dem Fall gerade ausgewählt. Wir haben übrigens momentan, weil immer wieder Leute fragen, ich bin momentan bei 72% des Spiels. Und da ist der Schmuser. 1 von 4, das haben wir auch schon gemacht gehabt, sonst wird es nochmal markiert werden. So, den haben wir geschickt an uns vorbeilaufen lassen. Hauen ihn nochmal auf den Boden. Aber der geht noch nicht so leicht nicht auf. Da kommt der Schlag. Ey, den habe ich gekontert. Den habe ich ja sowas von gekontert. Frechheit. Ah, weg mit dir. Dann müssen wir ja nochmal mit ihm hier im Nahkampf rumschlagen oder was. Komm, ich schmeiß mir den anderen Typen rein. Oh, erst will uns der Typ noch ans Leder. Ich muss das Tor aufbekommen. Bekommen wir gleich auch auf. Aber nein, ich wollte ihn noch verhaften. Genau. Aber vorher tun wir hier noch das Zeug hier aufmachen, weil ich glaube, anders kamen wir da auch gar nicht weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was es gebracht hat, aber es ist doch schon ein bisschen hier. Ist das ein Ventilator oder so? Ach, da kommen wir nach da oben. Da kommen wir noch nicht also höher. Das auf jeden Fall. Okay, dann machen wir den auf jeden Fall gleich mal an hier. Und schweben dann hier empor. Ah, und damit konnten wir dann auch wieder irgendwas Lustiges machen, da bin ich mir sicher. Frage ist, was? Der rote Stein war noch nicht hier, also wir finden hier in der Mission auch wieder einen roten Stein. Das ist auf jeden Fall gut. Rote Steine können wir immer gebrauchen. Uns fehlen ja auch noch der ein oder andere. Aber so insgesamt finde ich, also die 100%, ich hätte mir gedacht, es dauert auf jeden Fall länger. Also dafür, gut, wir sind ja noch weit entfernt von 100%, aber trotzdem, also es geht eigentlich noch erstaunlich gut voran. So, ich glaube, die da... doch, ich habe einen Lauf. Ja, läuft bei dir. Ich glaube, die da oben muss ich erstmal gar nicht alle, da muss ich gar nicht hoch. Weil mir ja eigentlich hier alles markiert werden sollte in der Mission. Alles, was mir noch fehlt. Ich setze da jetzt einfach mal drauf, dass mir alles markiert wird und wehe, wenn ich... So, ihr werdet mir auf jeden Fall markiert als Gegner. Deswegen werdet ihr hier auch gleich ausgenockt. Das war noch einer von den leichten Gegnern. Der ist auch noch einer von den leichten. Ups, jetzt habe ich ihn glatt in meinen Kollegen reingehauen. So war das aber nicht geplant. Du bist einer von den schwereren Gegnern. Aber auch dich kann man mit einem guten Konter sofort auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. So, wunderbar. Wir schauen uns nochmal um. Da ist so oben ein Schurke. Aber den Schurken lassen wir mal Schurken sein. Ansonsten ist hier uns nichts markiert. Außer natürlich ein Superstein da. Und viel entscheidender der Hinweis da vorne. Wir gehen jetzt mal Richtung Hinweis. So ein Hinweis ist doch immer gut zu gebrauchen. Da müssen wir anscheinend noch nichts machen. Ah, da brauchen wir einen starken Charakter. Und den hatten wir damals definitiv nicht dabei. Aber jetzt haben wir ihn dabei. Rex Fury ist am Start. Und öffnet eine Jump-Plattform, die uns dann den roten Stein auch schon beschert.
Was fehlt uns denn überhaupt noch in der Mission? Oh, uns fehlt ja noch einiges hier. Oh, cool. Warum fehlt uns noch so viel? Genau, hier ist der Superbau. Ich würde sagen, machen wir gleich den Superbau, weil hier scheint sonst in diesem Gebiet nichts mehr zu geben. Und dann sparen wir uns den hier noch ewig rumzumachen, sondern gehen dann gleich in den nächsten Bereich von dem Level. Das Level ist hier natürlich noch nicht vorbei. So, gleich mal den Superbau hier fertig bauen. Haben wir zwar ein bisschen Münzen rausgehauen, aber wir haben ja genug momentan. Von daher nicht ganz so dramatisch. So, mein Freund. Weg mit dir. Was? Oh, schön, schön. Jawohl, ineinander gehauen. Haben wir beide gleich. Ups, nee, den müssen wir erstmal mal entsorgen. Ja, der Hund hat uns auch noch lieb. Schmeißen wir den mal da hinten irgendwo hin. Oh, eigentlich wollte ich lieber den erst den anderen ausschalten. Der ist das größere Problem gewesen. Naja, dann lassen wir ihn uns nochmal angreifen. Und hauen ihn dann auf die Boden zurück, oder? Oder? Der will sie nicht zurückhauen lassen. Na, dann lass ihn halt nicht zurückhauen. Bin mir nicht sicher, ob das der verschmuste Typ Hund ist. Doch, doch, das ist definitiv der Schmusehund. Da bin ich mir sicher. Der will nur spielen. Das schöne Auto. Ich habe es damals schon gesagt gehabt. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. So schade, so schade. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Oh, damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Das wäre natürlich möglich, ja. Das ist sogar mehr. Ah, und da kamen wir irgendwie da oben, kamen wir dann anscheinend ins nächste Gebiet. Da können wir uns natürlich jetzt noch mit den anderen Typen prügeln, aber das müssen wir eigentlich gar nicht machen. Außer mit dem hier vielleicht. Um den kommen wir wohl nicht rum. Aber den haben wir schnell auf den Boden gelegt. Sollen wir mit den Astronauten nehmen, oder? Da komme ich so diese Hüftpassagen normalerweise schneller rüber. Aber das ist hier so eine kleine Hüftpassage, da brauchen wir, oder? Ach komm. Nehmen wir einen Astronauten, wenn wir ihn schon haben. Ich habe jetzt mal vorher Mission hier nicht gewechselt, die Charaktere. Aber viel Spaß, darüber zu kommen. Aber es gibt ja noch genügend andere Missionen, wo ich dann auch durchaus Charaktere noch wechseln werde. So, das schauen wir uns gar nicht so lange an, sondern fliegen direkt rüber. Das war erstaunlich knapp. So, jetzt lassen wir den Rest auch noch. Ah, nee, hier. Bauen wir uns nochmal so eine Art Sprungplattform, schätze ich mal. Ist das. Zumindest von den Farben her würde ich schätzen, dass es eine Sprungplattform ist. Wir bauen sie uns super schnell zusammen. Ja, okay, das ist einfach nur so eine Wand, die wir hochklettern können. Noch auffälliger geht's wohl nicht. Nee. Noch auffälliger war leider aus. Deswegen mussten wir diese Variante hier nehmen. Wohin als nächstes? Natürlich in den nächsten Levelabschnitt. Denke ich zumindest. So, also rüber geht's in den nächsten Levelabschnitt. Und hier gibt's bestimmt wieder ein paar coole Sachen. Sag mal, ist Natalia kitzlig? Bitte? Ist sie kitzlig? Ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt, dass ich ihm den Code für meine Bankkarte verraten habe. Du hast gesagt, er hätte dir gedroht. Ja, mit noch mehr Kitzeln. Du bist also total kitzlig, wie? Vergiss es, Klatsch. Außerdem kennst du den Code für meine Bankkarte eh schon. Du nutzt immer noch dein Geburtsdatum? Nein, Mann. Das ist von meiner Zwillingsschwester. Ja, die beiden sind schon ein sehr cleveres Duo. Ihr habt gesehen, hier gibt es sehr, sehr viel zum Finden. Unter anderem müssen wir hier 6 Sachen löschen. Und wir fangen einfach nochmal mit an. Also eine Sache haben wir schon gelöscht, jetzt sind es nur noch 4 Sachen. Damit werden wir mit diesen 4 Sachen, die wir hier löschen müssen, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass das der letzte Polizeimarkenanteil sein wird. Wenn wir die alle gemacht haben. So, mal schauen, ob es hier noch... Okay, ein paar Sachen sind anscheinend auch hinter dem... Da, in dem Bereich, da kommen wir ja momentan noch nicht rein. Das hier ist... Also das eine ist auf jeden Fall vor der Mauer noch. Ach, das war... War das das Feuer, was wir gelöscht haben? Ja, das ist alles im anderen Bereich, da kommen wir noch nicht hin. Okay, dann gehen wir da noch nicht hin, sondern... Was soll denn das hier sein? Das war das Feuer, glaube ich, oder? Ja, genau, das war. Das war das Fass, was da gebrannt hat. Das gebrandmarkte Fass. Und das haben wir auch schon gemacht. Das heißt, in dem Abschnitt, wo ich jetzt gerade bin, gibt es eigentlich gar nichts mehr für mich zu tun. Nope, das ist alles drüben. Da oben haben wir auch gerade schon Natalia hängen sehen. Nee, das ist hier anscheinend alles drüben, aber auch teilweise direkt an der Wand. Ich probiere mal, ob ich hier direkt rüber fliegen kann. Fast. Okay, anscheinend muss ich wohl doch die Mission machen. Ich komme nicht drum rum. Naja, hilft ja nichts. Dann machen wir halt die Mission. Kann ich die Wagen als Plattform benutzen? Ja. Klingt doch noch einen guten Plan. Wir erst da hoch, dann müssen wir auf den Donut drauf. Oh, sogar 10.000 ist hier oben drauf. Schön, von dort aus müssen wir... Oh, ich glaube, ich muss hier unten rein, oder? Ja, ich muss hier unten rein, okay. Aber erstmal muss ich hier das andere Zeug kaputt machen, um hier überhaupt durch zu können. Ja. So, die Kiste ist zum Glück auch wieder gespawnt.
Wäre natürlich doof gewesen, wenn wir da jetzt nicht durchgekommen wären. Ja. Dankeschön. Da wollte er schon wieder nicht durchgehen hier, der Rabauke. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Schnell zu fertig gebaut, das Auto hier. Nicht schlecht. Normalerweise kriege ich nicht mal einen Ölwechsel gebacken. Ah. Er wird besser. So, hier müssen wir gleich mal hebeln. Ich hebel gleich mal ganz schnell und lass mich von denen überhaupt nicht... Sorry, lass mich von denen irritieren. Aber nur kurz. Nur kurz. Und dann hebeln wir ganz schnell weiter. Da kommt noch einer. Aber wir haben es rechtzeitig geschafft aufzuhebeln. Haha. Weg mit dir. Oh. Wir könnten ihn mit Dynamit ausmachen. Das wäre es natürlich. Die Gegner ein bisschen mit Dynamit beschmeißen. Na, komm her. Oh, ich kann keinen Dynamit auf Gegner schmeißen. Gemein. Wollte ich gerade meinen Gegner mit Dynamit loswerden, aber das war mir leider auch nicht vergönnt. Ach so, okay, dann müssen wir erst oben rum. Na gut. Auch das können wir natürlich machen, auch das können wir machen. Hup und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf. Genau, hier müssen wir das Flugzeug in die Luft jagen. Und zumindest das, was von dem Flugzeug hier noch übrig geblieben ist. Oh. Genau, einmal hier zusammenbauen. Teleporter aufs Schrott? Wenn ich auf der anderen Seite als Fliege rauskomme, werde ich böse. Ja, ändert aber nichts dran, dass du immer noch eine Fliege bist. Na toll, noch mehr Fieslinge. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. Und du bist keine Fliege geworden. Immer dran denken, es könnte viel schlimmer sein. Irgendwas kann ich da noch machen. Da kriegen wir noch ein Rad. Ich glaube, das beendet noch nicht die Quest hier. Das wäre jetzt bitter gewesen. Ne, da müssen wir nochmal den Knopf da drücken. Aber das wollen wir noch gar nicht. Zum Beispiel wollen wir da hinten erstmal rein. Hatten wir damals noch keine Feuerwehr, Mann? Echt nicht? Krass. Okay, da kommen wir auch direkt rein hier. Und können hier auch direkt das einsammeln. Statski gibt es hier zum Beispiel. Das ist cool, da haben wir schon wieder für die nächsten Polizisten, für die nächste Mission, glaube ich. Den werde ich auf jeden Fall spielen. Da haben wir hier da oben noch was. Ach, ich gehe erstmal löschen. Das müssen die letzten Sachen müssen ja eigentlich auch schon löschen sein, oder? Ach, sehen wir gleich. 3 von 6. Da laufen wir noch ein paar Typen hinterher, aber die ignorieren wir mal gekonnt. Oh, haben wir einen übersehen gerade auf der anderen Seite, einen von den Löschdingern. Kann aber nicht sein. Das wäre äußerst uncool. Hier in der Ecke war auch noch irgendwas angezeigt. Ich glaube, es war diese Leiter, oder? Was, diese Leiter, die mir hier angezeigt war? Ne, die war es nicht. Schade. Wo ist das letzte Ding zum Löschen? Verdammt, habe ich das etwa übersehen oder ist es noch weiter oben? Ich fürchte, was ich habe übersehen. Soll das gewesen sein? Das checke ich jetzt aber gerade nicht. Wir gehen mal ganz kurz nach ganz oben. Da schadet sich ja nicht. Chase, hol mich hier runter! Ja, warte, ja. Ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung, war nicht ironisch gemeint. Keiner wird hängen gelassen. So, wir machen nochmal einen Scan von hier oben. Schauen uns nochmal um in alle Richtungen. Wie lange soll ich denn hier noch aushalten? Da unten ist noch was. Ich glaube, es ist sogar fast was da unten ist. Okay. Dann ist wohl das. Nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit! Entschuldige, ich meine, danke. Das wollte ich hören. Aber vorher wollte ich noch was hier löschen. Perfekt. Und damit ist die Polizeimarke komplett und uns fehlt immer noch ein Fahrzeug. Ist. Ich will jetzt den Fahrt. Haben wir echt ein Fahrzeug übersehen? 1 von 4? Haben diese Fahrzeuge nicht zusammen. Oh, das wäre ärgerlich. Oh. Haben wir etwa etwas Entscheidendes übersehen? Das ist auch zu blöd, dass uns immer nur so viel angezeigt wird. Okay, ich mach nochmal. Aber mach ich. Ist hier noch was drin? Nein, der Betonmischer ist nichts mehr. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wir machen nochmal einen Scan hier. Mittlerweile gibt's. Okay, da wird mir noch was angezeigt. Das war aber, glaube ich, das Ding nur am Boden, oder? Das war doch eigentlich nix, oder? Naja, genau. Das war das hier. Aber damit haben wir nicht eine Tarja runtergeholt. Das ist irgendwas anderes noch, glaube ich, dieses Ding, oder? Weiß es nicht, was wir damit gerade noch freischalten. Da ist das letzte Fahrzeug. Nein, deswegen muss ich die Jurassic Park Musik. Aber jetzt probiere ich mal, ob ich hier rüber komme. Wahrscheinlich darf ich das wieder nicht. Aber ich probiere es trotzdem. Oh, doch, es klappt. Man muss dann natürlich mit dem Astronaut machen normalerweise. So, der Lobby ist freigeschaltet und der kriegt auch noch mir einen auf den Deckel und wird verhaftet direkt. So, und jetzt haben wir auch wirklich hier... Auch in dem Level die 100% und wir wollen natürlich speichern nach Lego City zurückkehren und nicht das Spiel beenden. So, wunderbar, es klappt auch direkt auf den ersten Anhieb. So mag ich das. Hab ich gerade nur mein Getränk angeschaut und nicht angeschaut, was wir da gerade freigeschaltet haben. Egal, Polizeimarkenanteil haben wir auf jeden Fall voll. Volle Polizeimarken, außerdem haben wir freigeschaltet den Schmuser.
ganz ein Anhänglicher, dieser Schmuser. Und Satz gehen wir freigeschaltet und außerdem noch eine, den Jaloppi. Und dafür gibt es natürlich auch goldene Steine. Mittlerweile haben wir 333. Nein, das gibt keinen Schnaps. Schmeckt mir sowieso nicht. Bin kein Freund von Schnaps. So, Pagoda ist auf jeden Fall gut. Da sind wir nämlich letztes Mal fertig geworden in Pagoda. Ich nehme jetzt einfach mal das Taxi hier. Das ist ein Notfall. Wir können mal kurz gucken, was der rote Stein gerade eben war. Vielleicht sehe ich es ja gleich schnell. Genau, das Dynamit müssen wir hier eh wieder anmachen. Super safe, Knacker könnte es gewesen sein. Sofortfahrzeug machen wir wieder an. Schub für alle machen wir auch wieder an. Nachdem wir jetzt ja aus dem Level wieder raus sind. Rote Stein, okay. Der hier fehlt mir immer noch. Den würde ich eigentlich ganz gerne haben. So, hier machen wir den Esel wieder an, aber okay, gut. Egal. So, 29 haben wir mittlerweile schon. Goldene Steine. Rote Steine. Und jetzt sind wir hier wieder in der Stadt unterwegs. Können wir hier nochmal kurz gucken. Da sind wir letztes Mal fertig geworden in Pagoda. Im letzten Part. Und jetzt gehen wir hier weiter nach Festival Square. Da sind wir schon, ja, am Rand vom Festival Square waren wir schon mal. Weil wir da mit dem Freefall Tower da vorne gefahren sind. Der ist aber auch schon wieder verschwunden, gerade eben. So, und da sehen wir schon die ersten Hinweise. Wir gehen den Hinweisen natürlich sofort nach, wenn wir sie sehen. Was, man kriegt einen. Wir waren doch schon. Eigentlich waren wir auch schon mal auf so einem Trampolin. Wundert mich, dass wir hier nochmal was. Egal. Wir hüpfen einfach. Scheint wichtig zu sein. Okay. Da stand doch, dass ich was kriege, wenn ich hier drauf rumhüpfe. Also zumindest war ein Hinweis hier. Dann muss ich mit einem anderen Charakter hüpfen, da ich höher hüpfen muss. Ah! Fünfmal muss ich hüpfen. Ich verstehe. Ah! Und dafür schalten wir frei den Sumo-Ringer. Sehr gut, sehr gut. So, wen haben wir eigentlich als normalen Charakter dabei gehabt? Als Zivilisten. Geil, Newbie. Wann habe ich denn den ausgewählt gehabt? Egal, Hauptsache, wir haben ihn dabei. Okay, hier gibt es anscheinend auch noch was. Müssen wir wohl werfen. Ah, nee, hier müssen wir es einfärben. Aber wahrscheinlich müssen wir ihn trotzdem auch nochmal werfen, oder? 1 von 3. Okay, es gibt auf jeden Fall wieder Einfärbeaufgaben, aber das war ja auch irgendwie zu erwarten. Da drin habe ich auch gerade eine Marke gesehen. Was ist doch gar nicht drin, ne? Schade, schade, schade. Okay, muss mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ich mache die Musik auch, die hier ist. Vielleicht ist da ja was da, was drin. Ach, das ist der blöde Färber, den wir gebraucht hätten, um das einzufärben, den Korb. Okay, wie soll man da reinkommen, bitteschön? Vielleicht hier oben. Vielleicht ist ja hier oben der Weg. Ach, ich mag diese Musik, die da gerade im Hintergrund läuft. Die ist wo wir gerade vom Einfärben reden. Da rennt der Drambusch schon wieder einfach vorbei an den Sachen, die er einfärben sollte. 2 von 4. Okay, die Sachen, die ich einfärben muss, sind anscheinend alle hier irgendwo in der Gegend. Ne, der war schon eingefärbt, wollte schon sagen. Da gab es doch eigentlich nichts. Und ich habe schon wieder mehr gefunden zum Einfärben. Wie ich hier weiterkomme. Gut versteckt war der Teleporter, aber nicht gut genug. Okay, das ist auch ein interessanter Punkt hier oben. Hat auf jeden Fall einen schönen Überblick und wir können mit dem Hühnchen schweben. Und zwar können wir mit dem Hühnchenmann, in dem Fall bist du der Hühnchenmann, können wir jetzt, wieder oben drauf schweben. Auf den Turm, ganz oben drauf, dort wo die Uhren sind. Ich hoffe mal, da gibt es noch mehr als diesen Superstein, weil für den Superstein alleine wird es sich eigentlich nicht lohnen. Da haben wir eigentlich genug von. Von den Supersteinen. Ich weiß, man kann nie genügend Supersteine haben, aber wir haben schon ziemlich viele. Also eigentlich bräuchten wir nicht mehr. Unten habe ich gerade noch eine Mission gesehen gehabt, aber die war irgendwo weiter unten. Eine Gang-Verhaftungsmission könnte das gewesen sein. So, die letzten Meter noch zum Stein zurückzulegen. Da oben ist aber auch eine von den Sachen, die wir einfärben müssen. Da hätte man natürlich auch lange suchen können. Wenn man das nicht sofort zufällig hier gerade vorbeikommt. Ups, anvisieren und... okay. Das war eine extra Sache nochmal zum Einfärben. Sehr gut. Wahrscheinlich können wir jetzt einmal durch den ganzen Turm durchfallen und kommen dann unten in dem Raum raus, oder? Und die Tür geht auf gleich. Schauen wir mal. Wir machen nochmal einen Spaziergang außenrum. Einmal im Kreis laufen. Man weiß ja nie, was einen hier noch so erwartet. Auch wenn das Ding hier nicht Chrysler Building heißt. Den Kreislocken. Okay. Unten angekommen sind wir. Und da gehen die Türen wieder auf. Vinny als Clown. Ja, passt ja. Zu dem neuen Gangster, der tut ja auch ganz gerne mal was klauen. Vielleicht könnte ich. Oh Mann. Naja. Zumindest einer hat Spaß. So, da oben ist noch ein Superstein, den sparen wir uns aber, sondern wir gehen zum Superbau. Superbau haben wir hier. Super Sach. Hey, was geht?
Dann gleich hier zum Superbau, den wir einfach liegen lassen haben hier in der Mitte. Was bist denn du für ein Superbau? Du bist ein Tiefseekrake. Okay. Warum nicht? Warum nicht auch eine Tiefseekrake? Wenn man von einer Tiefseekrake spricht. Oh. Freigeschaltet haben wir dafür auch den Tiefseetaucher natürlich, passend. Wir werden natürlich auch gleich eine Fahrt mit der Tiefsee-Dings machen. 55 von 65 Superbauten, also da haben wir jetzt auch schon echt viele. So, und damit machen wir jetzt natürlich auch gleich eine Fahrt mit der Tiefseekrake, oder? Ja gut, Action ist was anderes. Das ist ja noch die eine von den harmloseren Drehdinger, muss man sagen. Wobei ich solche Drehsachen zum Beispiel immer viel härter finde als jetzt irgendwie... Also Drehattraktion, wo es irgendwie die rumdreht, finde ich zum Beispiel viel härter als jetzt, keine Ahnung, Fünfer-Looping oder so. Also so ein Looping oder sowas macht mir eigentlich gar nichts aus. So Achterbahn oder so, da kann ich gar nicht genug von kriegen. Aber so drehen, ich weiß nicht, das ist schon schwieriger. So, wir haben einen weiteren Hinweis, den wir nachgehen sollten. Und deswegen gehen wir ihm auch gleich nach. Wait, haben wir das nicht schon gemacht? Ah ne, das ist noch ein bisschen weiter vorne. Das ist bestimmt wieder einer von den Luftballons, den wir einfärben müssen oder so. Nein, das ist noch ein bisschen weiter vorne. Das ist da vorne. Da müssen wir den Lukas hauen. Also, hau den Lukas heißt das Ding. Nicht, dass ich den Lukas hauen möchte. Das hat er nicht verdient. Lukas ist natürlich ein ganz netter. Wow. Gut, dass ich gleich den starken Charakter genommen habe. Der haut natürlich hier doppelt rein. Rede ich mir jedenfalls ein. Eins und drei. Dann müssen wir Lukas sogar hauen. Der Arme. Wo wir hier gerade vorbeikommen. Ah ne, das ist gar nicht zum Löschen, oder? Ist das was zum Löschen? Doch, da ist auch ein Grill zum Löschen. Wusste ich doch. So, Grills gelöscht. 12 von 17. Diese Feuerwehrwache, die ist, glaube ich, gehört auch noch dazu hier. Weil ich die gerade da links, auf der linken Seite sehe, da drüben die Feuerwehrwache. Die gehört auch noch dazu. Da gehen wir auch noch hin zu der Feuerwehrwache. Aber erstmal schauen wir, was es hier noch in dem Gebiet hier gibt. Also was noch auf der Seite hier zu sehen gibt. Oder ist die schon im nächsten Gebiet? Ich muss mal kurz gucken auf die Karte. Nee, Feuerwehrwache gehört auf jeden Fall dazu. Das Gebiet ist leider ziemlich groß hier. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich eine Weile suchen müssen, bis ich alles gefunden habe. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber wir sind von dem einen Turm, von welchem Turm sind wir? Wir sind von dem Turm hier rüber geflogen und dann wurde mir hier unten noch irgendwo eine Mission angezeigt. Das hatte ich noch so halb mitbekommen gehabt. Okay, schauen wir mal, dass wir vielleicht... Ah, müssen wir mit dem Ding auch... Wahrscheinlich müssen wir bei allen drei drauf. Also es war ja 1 von 3. Deswegen denke ich mal, wir müssen bei drei verschiedenen von denen draufhauen, oder? Schau mal, bist du 2 von 3? Ja, zumindest Spaß. Und? Yep, 2 von 3. Sehr gut, dann müssen wir nur den letzten Lukas noch hauen. Davon ist der letzte Hau, den Lukas. Komm, wenn wir den gerade schon sehen, dann machen wir das gleich, sonst vergessen wir es wieder. Da sehe ich rechts auch noch was für einen Astronauten nach. Das ist schon wieder so verführerisch hier. Man kann wieder in alle Himmelsrichtungen gehen und überall gibt es Missionen. Das ist übel. Naja. Was soll's. So. Das müsste jetzt 3 von 3 gewesen sein. Dann kriegen wir wieder eine Charaktermarke. Mal schauen, wo die rauskommt. Aber ich sollte ja eigentlich hier irgendwo in der Nähe direkt sein, weil die waren jetzt alle relativ nah beieinander. Und... Oh ja, perfekt. Und da. Da ist sogar das. Ach nee, das ist noch was anderes zum. Ach, das ist nochmal neue. Egal. Freigeschaltet haben wir damit den Gewichtheber. Hier haben wir die ganz starken Kerle, nachdem wir letztes Mal hier schon den Sumo-Ringer hatten. So, einmal. Nein, den da sollst du anvisieren. Genau, es gibt anscheinend hier verschiedene Färbeaufgaben, habe ich das Gefühl. So, okay. Der ist bei der Krake in der Mitte. Komm, gehen wir nochmal zurück. Nicht, dass wir den Clown hier vergessen. Einen Clown haben wir ja auch schon gehabt. Den blauen Clown oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatten wir schon mal einen Clown irgendwann freigeschaltet. Da kam auch gerade eben auf einmal Münzen raus, ohne Sinn und Verstand. Ja, warum auch nicht. So, der war irgendwo... war der... Nee, ein bisschen weiter vorne war er, glaube ich. Genau, hier ist der Clown. Freigeschaltet, den Clown haben wir freigeschaltet. Ja, das war der Plan. Da ist die Schweinskanone. Das heißt, Schwein gibt es hier auch auf jeden Fall eins in dem Gebiet. Okay, jetzt machen wir die Astronautensache, sonst vergessen wir die. Ich gucke nochmal kurz, ob es da vielleicht noch was zu tun gibt. Aber das wird einem gar nicht angezeigt. Da oben ist auch noch ein Superstein. Das ist weiter weg. Okay, dann machen wir erstmal hier die Astronautenaufgabe. Mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Wo der Astronaut hinfliegt. So, Astronaut ist bereit. Na dann, auf geht's. Da kommen wir ganz... Oh, nicht schon wieder so einer. Den brauchen wir auch gar nicht. Ah. Ärgerlich. Egal. Sind wir mal nicht so. Ich meine echt, dass wo wir von geflogen sind, da hatten wir doch definitiv noch irgendeine Aufgabe gesehen gehabt. Oh, hier ist viel.
Da ist einiges. Mal kurz, ganz kurz nochmal gucken. Nee, das ist echt noch weit, bis wir da ins andere Gebiet runterkommen. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.